Hi, ich bin Philipp, das ist Dicke Fernunterricht. Ich denke schon mittlerweile Folge 90 und ich möchte ganz kurz über die Bedeutung des Präsenzunterrichts in Vorbereitung für hybride oder Distanzlernphasen eingehen. Also die Frage ist, was sollte man mit Klassen machen, bei denen man nur noch wenige Stunden vielleicht hat, in denen man sie präsent hat? Wie sollte man sich vorbereiten auf den Hybrid- und den Fernunterricht? Ich würde sagen, was zuerst steht, ist, dass man nicht versucht, möglichst viel Stoff in diesen Präsenzunterricht reinzupacken, sondern dass man erste Formen findet, wie man diesen Stoff auslagern kann in Fernunterrichtsphasen oder hybride Arbeitsphasen. Das heißt, primär soll es in diesem Präsenzunterricht darum gehen, Vertrauen zu bilden, Lernkultur zu schaffen, auch daran zu arbeiten, wie selbstorganisiertes Lernen stattfinden könnte, dass sich die Lernenden auch austauschen, dass sie vielleicht Lerngruppen schon bilden, wo man sagt, ihr seid jetzt zu zweit, zu dritt dafür verantwortlich, dass ihr alle gut lernen könnt, auch in der Zeit, in der ihr nicht mehr immer in die Schule kommen könnt. Und dann aus diesen Gruppensettings heraus so zusammenarbeitet, dass man das Lernen reflektieren kann, dass man sich überlegen kann, wie können wir diese belastende kommende Zeit auch produktiv miteinander nutzen, so dass wirklich für alle etwas entsteht, was einen Wert hat, dass die Schule, das Lernen auch ein Ort ist, wo man sich wohlfühlt, wo man Sinn findet und dann vielleicht an diesen Lernstoff gehen kann, der ja immer auch eine Ablenkung ist, aber der sollte nicht die Präsenz ausfüllen, es sollte nicht ein Rückkehr zu sehr frontal und kontrollierenden Settings sein, sondern es sollte gezeigt werden, ihr könnt das auch, ohne dass ich als Lehrer oder Lehrerin immer da bin, dass ich euch begleite, dass ich euch kontrolliere, sondern ihr seid in der Lage, mit meiner Unterstützung das auch von zu Hause aus zu tun. Wovon ich auch etwas abraten würde, wäre so zu komplexe Tutorials zu machen, wo man sagt, ja, jetzt nehmen alle mal ihr Gerät mit und wir richten da Software ein, sondern da auch zu zeigen, irgendwie schafft ihr das, was tut man, wenn man mal nicht mehr weiterkommt, wen rufst du an, mit wem besprichst du das, so dass, wie ich das schon mal gesagt habe, dass ich ohne Anleitungen arbeiten würde, so würde ich in dem Fall auch sagen, ich führe euch nicht an der Hand durch diese technischen Setups durch, sondern ich traue euch zu, dass ihr das selber könnt und ich zeige euch, wie man die Probleme angeht, wenn man die hat. Und dann würde ich auch sagen, der Präsenzunterricht soll genutzt werden, um es noch lustig zu haben, um das soziale Miteinander zu stärken, um wirklich Erlebnisse zu schaffen, wo man sagen kann, ja, das ist eine positive Identifikation mit der Schule. Und ganz, ganz stark abraten würde ich auch davon, zu viele Leistungsmessungen, Prüfungen, auch Niederlagen für die Schülerinnen und Schüler da bereitzuhalten, wo man sagen muss, irgendwie komme ich da gar nicht mit oder da ist ein großer Druck vorhanden, sondern die Schule ist in einer Zeit, in der sich Schülerinnen und Schüler beschränken müssen, Kinder und Jugendliche, wo sie auch solidarisch gewisse Dinge mittragen müssen, die für die ganze Gesellschaft wichtig sind. Da denke ich, sollte Schule ein Ort sein, wo sie sagen können, das ist mein Ort, da geht es um mich, da geht es mir gut, da finde ich Sinn und alles, was dem im Wege stehen sollte, sollte jetzt gedämpft werden und da muss man auch die pädagogische Freiheit als pädagogische Verantwortung interpretieren und sagen, ich achte darauf, wie es diesen Menschen geht, was die dann können. Und natürlich, sobald man diese Vertrauens- und Lernkultur hat, kann man den Schülerinnen und Schülern auch ganz viel zutrauen. Dann kann man gern wieder zum Stoff, zum Lehrplan zurückkehren und sagen, ja, wir wissen, wie wir miteinander lernen können. Jetzt lernen wir auch. Und da nicht, auch nicht, denken, die Beziehungsarbeit müsse Arbeit sein, die nichts mit Wissenserwerb oder Wissensaufbau zu tun hat. Natürlich nicht. Das kann dann ganz gern wieder im Mittelpunkt stehen, aber nicht die Präsenzphasen so belassen, dass didaktisch sehr einseitige und methodisch sehr einfache Settings zum Zug kommen, die nur das Ziel haben, möglichst viel Stoff in möglichst kurzer Zeit da durchzupushen. So, das war's. Das Wetter ist ganz schön. Ich gehe jetzt noch kurz in den Wald und ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss.